neue Woche, neues Glück. Jetzt gibt es Wettkampfvorbereitung, Vlog Nummer 2. Ich konnte die letzte Woche, war ich im Kopf nicht ganz so bei der Sache, deswegen war es ein bisschen schwierig, das Ganze abzufilmen. Was macht man eigentlich nochmal ganz am Anfang vom Wettkampf, also die erste Woche? Und zwar tun wir entladen, beziehungsweise tue ich entladen. Vielleicht hat der eine oder andere den Begriff von euch schon mal gehört, fällt auch unter den Begriff entwässern. Das klingt immer so ominös, aber im Prinzip ist es eigentlich ganz simpel. Erstmal, was steckt dahinter? Ganz einfach, ihr macht eure Kohlenhydratspeicher relativ leer und ihr spielt ein bisschen mit eurem Natrium-Kalium-Haushalt rum. Das heißt, jetzt haben wir Montag, ich fange jetzt wieder an, gestern war Wettkampf, genauso wie letzte Woche fange ich wieder an, 3 Tage lang keine Kohlenhydrate zu essen. Das heißt, ich ernähre mich nur von Eiweiß, ein bisschen Fett und ansonsten auch ganz viel Salz. Ich nehme da 12 Gramm zu mir pro Tag und trinke ganz viel Wasser, beziehungsweise hier Tee. Insgesamt 12 Liter pro Tag. Das Ganze mache ich 3 Tage lang genauso. Und zwar warum? Dass alle Kohlenhydratspeicher im Körper möglichst leer werden. Also ich gehe auch ganz normal trainieren, ich mache morgens mein Cardio und schaue einfach, wie gesagt, dass ich relativ die Kohlenhydratspeicher entleere. Dann wiederum am Donnerstag gehe ich hin und fange an, wieder Kohlenhydrate mit reinzunehmen. Wahrscheinlich so um die 300 Gramm donnerstags, freitags dann je nach Gefühl. Da schauen wir dann halt mal, wie es aussieht von der Waage. Und fange auch das Trinken an zu reduzieren. Am Donnerstag gibt es dann nur noch 5 bis 6 Liter und am Freitag bis 14, 15 Uhr nur 2 Liter. Und dann mache ich Trinkstopp. Warum? Erstens mal durch das Ganze, dass ihr vorher angefangen habt, viel zu trinken und dann weniger trinkt, fängt die Niere einfach an, Flüssigkeit auszuscheiden und ihr gaukelt dem Körper aber weiter vor, dass er weiter kriegt und die Niere scheidet weiter und weiter aus, donnerstags und freitags auch noch. Das heißt, das Wasser fließt dann hauptsächlich donnerstags und freitags ab. Zusätzlich gibt es ab Donnerstag kein Salz mehr, dass dann auch die Wasserspeicherung unter der Haut aufhört und das Ganze dann durch erhöhte Kaliumzufuhr wiederum versuchen, das Unterhautwasser, das ihr eingespeichert habt, in den Muskel reinzuziehen und das überflüssige Wasser natürlich rauszuziehen. Und dadurch, dass ihr eure Kohlenhydratspeicher leer gemacht habt und jetzt wieder voll macht, gibt es laut wissenschaftlicher Studie halt so lange, dass die Glykogenspeicher voller werden können, zumindest für eine begrenzte Zeit und eure Muskulatur dann am Tag X, am Wettkampftag, idealerweise natürlich ein bisschen praller aussieht als sonst. Hält allerdings nicht so lange. Jetzt klingt das immer, entwässern, das klingt dann so toll, dass ihr dann so aussieht. Und ich habe auch schon viele gehört, die einfach so auf die Idee kommen zu entwässern. Das solltet ihr auf keinen Fall machen. Vor allem, wenn der Körperfettanteil nicht sowieso sehr, 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 sehr weit unten ist, funktioniert das sowieso nicht so gut. Ihr könnt kein Fett entwässern, Leute. Es geht, wie gesagt, nur wenn der Körperfettanteil sehr weit unten ist, dass man das auch optisch sieht. Normal einfach so entwässern, das habe ich auch schon gehört. Einer, der einfach jede Woche anfängt zu entwässern und dann, dass er sonntags cheaten kann oder so. Also das ist ja totaler Quatsch. Ihr spielt ja mit eurer Gesundheit, das muss man klipp und klar sagen. Wenn man da nicht absolut weiß, was man macht, kann man sich da echte Schaden zuführen. Deswegen macht euch da auf jeden Fall, holt euch da vor jemand, der weiß, was er macht und hört nicht auf irgendjemand anderes. Macht auch um Gottes Willen nicht das, was ich euch jetzt gesagt habe. Denkt nicht, dass das bei euch funktioniert. Das ist bei mir ausgerechnet auf mein Körpergewicht, auf meine Größe und auf meine Erfahrung. Vor allem das, was ich mir angelesen habe und das, was mein Coach mir gesagt hat. Beziehungsweise, was ich von meinem Coach gelernt habe. Also wie gesagt, kommt ja nicht auf die Idee, das nachzumachen. Das ist nur, damit ich euch mal erkläre, wie das funktioniert. Ja? So, wie sieht das Ganze dann aus? Einfach hier Fisch, Fisch, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Zum Frühstück gab es Ei mit Fleisch und überall kommt jetzt noch Gemüse drauf. Und zum Abend gibt es dann noch einen Salat mit dem Fisch, beziehungsweise nur Gurke. Das ist halt auch nicht so, der Magen mit in Mitleidenschaft gezogen wird, weil Salat hat ja auch ein bisschen Verdauungsschwierigkeiten. Ja, wie gesagt, dazu die 12 Liter Tee. Ab und zu auch ein Käffchen. Und das war es dann auch schon für den Tag. 6 Mahlzeiten, so alle 2,5 bis 3 Stunden. Ganz normal morgens Cardio, abends Training. Und das war's. Das gibt es Montag bis Mittwoch. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder, wenn es heißt aufladen. So, willkommen zurück. Jetzt haben wir Donnerstag. Die 3 Entladetage liegen hinter mir. Und gestern Abend habe ich mich wieder richtig schön gefühlt. Also 3 Tage komplett ohne Kohlenhydrate, da merkt man, dass der Körper definitiv dem Brennstoff fehlt. Aber was gibt es jetzt heute Donnerstag? Wir betreiben es jetzt natürlich noch nicht, aber wir fangen schon mal an, ein bisschen Reis zu essen. Weil, wie gesagt, die Kohlenhydrate dauern ja schon mindestens mal so 24, 48, eher noch 72 Stunden, bis die komplett in den Glykogenspeicher komplett drin gewandert sind. Also fangen wir jetzt 2 Tage vorher, also 48 Stunden schon mal an. Ich mache das mit langkettigem Kohlenhydrat, also mit braunem Reis.
fange ich heute an, morgen gehe ich dann auf weißen Reis. Und wie gesagt, heute gibt es 300 Gramm Kohlenhydrate, sprich 400 Gramm Reis circa. Habe ich mich auch schon vorbereitet. Und dazu gibt es natürlich ganz normal Fleisch, wie immer. Das wird nicht reduziert. Das wird erst morgen ein bisschen reduziert, weil die Flüssigkeit morgen rausgeht. Und da wird es ein bisschen schwierig mit der Verdauung. Aber heute ist ja noch 4 bis 5 Liter Wasser drin. Da bleiben wir bei einem Kilo Fleisch. Und Gemüse gibt es auch nicht mehr so viel dazu. Wegen der Verdauung einfach nur ein kleines bisschen grüner Spargel, um nochmal ein bisschen Restwasser auszuscheiden. So, wie schaut das Ganze aus? Hier, Reis mit Huhn. Und heute Abend vorm Schlafen gibt es nochmal ein bisschen Lachs. Ja, und da blubbert auch der Spargel dazu. Und hier insgesamt 4 Liter Tee dazu. Und noch natürlich das eine oder andere Käffchen, wie immer, denn ohne Kaffee. Da bin ich nicht zu gebrauchen. Okay, so viel zum heutigen Tag. Trainiert wird heute nicht. Wir wollen den Körper ausruhen lassen. Vielleicht gibt es morgen ein kleines Aufladetraining. Einfach nur ein ganz kleines bisschen Muskulatur aufwärmen. Also einfach nur alles ein bisschen bewegen, damit die Glykogene auch ein bisschen besser in die Muskulatur wandern. Aber das entscheide ich A, morgen, wie das Gewicht ist und B, morgen, wie ich ausschaue, wie ich mich fühle. So viel zu heute. Dann bis morgen. Freitag auf dem Weg nach Wiesloch. Das heißt? Deutsche Meisterschaft. Sagen die meisten Leute Peak Week. Ich hasse das Wort, ehrlich. Wer Peak Week sagt, der kriegt's. Ja, also gestern ja schon kurz gesagt angefangen im Laden. Im Gewicht passt auch alles soweit. 90,7 Grad eben losgefahren. 93 dafür haben also gute Luftpuffer. Das heißt, ich kann jetzt auch gleich noch ein bisschen Reis mit Huhn essen, auf jeden Fall. Ich esse jetzt vor allem nach Gefühl. Ja, also ich bin ein bisschen voller wie letzte Woche. Das hat alles ein bisschen besser funktioniert. Ich esse jetzt einfach so, dass der Bauch nicht dick wird. Das ist diesmal ganz wichtig, dass der Bauch schön flach und dünn bleibt, die Taille dünn bleibt. Und ansonsten einfach nach Gefühl. Jetzt haben wir 14 Uhr, jetzt habe ich Trinkstopp gemacht. Ich habe mein letztes Stückchen Tee getrunken, trinke jetzt auch nichts mehr. Alle Vorbereitungen sind auch soweit getroffen, gepeelt, rasiert, alles dann. Jetzt heißt es später, also nur noch einchecken, wiegen, registrieren. Farbe drauf und einfach nur entspannen. Genau. Mehr mache ich heute nicht mehr. Dann sehen wir uns später nach der Anmeldung. Wir sind im Hotel angekommen und ich zeige euch jetzt mal unser wunderschönes Zimmer. Unser supergeiles Bad. Und unser ganzer Kram. Und da liegt er schon. Der Mr. Next Champion. Wie geht's dir? Am Arsch. Arsch. Müde. Wann gibt's was zu essen? Nach der Waage wieder. Schon ein paar Worte loswerden, bevor es losgeht. Fix und wir melden uns später. So, bisher später als nie. Wir sind jetzt im Backstage-Bereich, haben jetzt gerade eingecheckt und wir sind jetzt die Ersten. Justin liegt auch schon da, ruht sich noch kurz aus. Wir haben jetzt 4 Schichten Farbe drauf und haben jetzt kurz nach 9, warten jetzt noch auf die Teamkollegen und dann geht für mich das Pinseln los und Justin darf sich noch bis 15 Uhr ausruhen. Ja, und zwischendrin noch was essen. Ja, Justins Nacht war ziemlich kurz, beziehungsweise gar nicht eigentlich. Und ja, jetzt schauen wir mal, was der Tag noch so bringt und bis nachher. So sieht es aus, mit dickem Bauch natürlich. Nach dem Wettkampf mit der Bauch ist halt ein bisschen dicker. 8 Liter, glaube ich, habe ich einfach in mich geschüttet und habe jetzt einfach alles gegessen, was ich gefunden habe, von süß bis salzig. Also, aber ihr seht, das sieht jetzt noch für genau 2 Stunden gut aus, abgesehen vom dicken Bauch. Und dann verschwindet das Ganze wieder und dann sehe ich erstmal aus wie eine Wassertonne. Wobei morgen wird es auch nochmal hart aussehen. Ja, aber so der Einblick nach dem Wettkampf, so ehrlich bin ich, mit dickem Bauch, ja. Ja. So, jetzt sitzen wir wieder zu Hause. Es ist halt leider echt schwierig, hinter der Bühne zu filmen, weil, wie gesagt, ich war den ganzen Tag geisterfertig. Ich war die ganze Zeit am Pinseln und Ölen und rumschreien. Ja, das heißt, es ist halt echt schwierig, leider hinter der Bühne zu filmen, aber wir geben euch jetzt ein kleines Fazit. Fürs Finale hat es heute leider nicht gereicht. Mein persönliches Ziel war natürlich Finale, beziehungsweise auch vorne mitzumischen. Ja. Man muss dazu stehen, es hat nicht funktioniert. Man gibt keinem die Schuld. Ich habe meine persönliche Bestform überhaupt, die ich jemals auf der Bühne hatte, gebracht. Also ich kann mir keinen Vorwurf machen.
es hat halt einfach nicht gereicht. So ehrlich muss man zu sich selbst sein. Und wenn man jetzt den Sieger betrachtet, der jetzt schon seit 30 Jahren, ja, der Sieger trainiert schon seit über 30 Jahren oder 25 Jahren, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall ewig. Und ja, was will man da mit 26? Muss man so ehrlich sein, da kann man sich keinen Vorwurf machen. So, auch wenn die Enttäuschung natürlich danach groß war, so keine Frage, die war richtig groß. So nüchtern muss man jetzt halt sagen, okay, hat halt nicht gereicht. So ehrlich bin ich. Ja, nichtsdestotrotz gibt es jetzt nichts, Kopf in den Sand zu stecken. Das soll nicht mein persönlicher Saisonabschluss sein. Jetzt heute und morgen gibt es noch mal ein bisschen was zu essen. Yay. Eis. Weil ich heute auch wieder den ganzen Tag nichts zum Essen gekommen und auch wieder die Waage schon wieder steil nach unten. Und deswegen versuchen wir das jetzt nochmal aufzufüllen, weil es gibt jetzt noch 4 Wochen Diät und ich will die Saison auf dem Olympia abschließen. Olympia-Amateure, unabhängig von der Platzierung, das soll mein persönlicher Saisonabschluss sein und nochmal meine persönliche Bestform nochmal heute toppen. Wie gesagt, ich bin heute mit meiner Form zufrieden gewesen. Ja. Da gibt es nichts zu meckern, aber ich möchte diese auch in 4 Wochen nochmal toppen und da meinen persönlichen Saisonabschluss finden. Wie gesagt, traurig, ja, aber es geht weiter. Es ist eine Wettkampfsportart und ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Das heißt jetzt nicht, dass mein Kopf in den Sand steckt und damit sagen, scheiß Bodybuilding. Nee, es geht weiter und nächstes Jahr wird wieder angegriffen und es werden Verbesserungen gemacht, immer vorausschauend und es ist ein Prozess, der dauert lange. Und ja, ich nehme euch mit auf die Reise und wir nehmen euch mit auf die Reise. Und jetzt vor der Kamera nochmal Dankeschön. Gerne, Schatz. Gibt es natürlich auch noch ausführliches Dankeschön, aber das ist ja, einfach nur auch offiziell, dass ihr wisst, ich habe eine starke Stütze hinten dran, ohne die hätte ich das niemals gepackt. Und ja, wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich glaube, wir filmen morgen mal so ein Full Day of Eating, der wird, glaube ich, ganz witzig. Oh ja. Ich wollte das überhaupt nicht machen. Wir probieren. Ich wollte das echt nicht machen, aber die Ankündigung kommt jetzt. Jeder hat gesagt, du musst das machen, du musst so ein Full Day of Eating mit Scheiße fressen. Wie heißt es? Full Day of Cheating, Cheating, oder? Ja. Ich prophezeie euch jetzt schon, mir wird es danach kotzübel sein. Das ist alles für die Klicks. Ne? Nein, Spaß. Wir filmen es einfach mal, gucken, ob ihr Spaß dran habt und wenn es mir am Ende schlecht ist. Die nächste. Warum mache ich das dann auch? Weil ab Montagmorgen geht es direkt weiter. Ja? Das, morgen ist Sonntag und ab Montagmorgen um 7 Uhr sehe ich mich wieder auf dem Stairmaster stehen und wieder schwitzen und abends wieder trainieren und wieder nach Plan essen. Das gibt es nur morgen. Ja? So viel, ich kann den Schalter auch wieder rumlegen. Okay, gute Nacht.